Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Crysis 3 mit DICE. Ich hoffe ja mal, ich springe jetzt nicht wieder da runter in dieser tollen Klippe, wo ich letzte Folge gestorben bin. Und danach ganz frustriert Folge beendet. Nee, so frustriert war ich nicht. Ich bin einfach nur daneben gesprungen. Ja, dann machen wir weiter. Mit einem Mindcarrier verbinden. Wenn ich in ihre Köpfe komme, kann ich sie vielleicht wieder schlafen schicken. Wenn es keine Seth-Gefahr gibt, pfeift Cell Archangel zurück. Sie wollen sich auf die Seth aufschalten? Buffett, Sie hatten schon Probleme, sich ihnen zu entziehen, als Ihr Hirn geschützt war. Wir haben alle Sicherungen abgeschaltet. Die Naniten in Ihrem Anzug sind also frei. Das heißt, Sie können sich in alles verwandeln. In jede erdenkliche Form. Sie könnten selbst ein Seth werden. Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Selbst ein Seth werden, das will ich doch aber nicht. Was haben wir hier? Gib mir doch die Waffe, ey. Warum gibt mir nicht die Waffe? Das ist doch scheiße, ja. Komm, hab's, ey. Oh, ich bin runterfallen. Nicht wieder runterfallen. Wir brauchen eine andere Knifte hier, das ist das Scheiße, die ich habe. Fällt mir nicht. Sichtfeld, okay. Hey, komm hacken. Chuck, Chuck. Gehackt. Ja. Nähere dich den Sith Mind Carrier. Keine Sekundärziele. Alles klar. Alles klar. Stopp-Munition. Was haben wir denn da? Boah, ein fettes MG, ey. MK60. Ach komm, wir machen diese Scheiße hier. Gegner, was ist denn das vom Volk? Ist das normaler oder? Das ist schon ein bisschen Kackviecher, ey. Pfeile und dann aber Nahrungsverdauung. Alle Klärchen, alles Klärchen. Das schafft ihr nie im Leben. Die jagen die ganze Stadt hoch. Ihr werdet alle sterben. Nanosuit Upgrade. Was haben wir da? Absorbiere 150.000 Schaden. Ja, toll. Das heißt, ich kann jetzt echt nichts upgraden. Richtig? So richtig mit diesem Upgrade-System, da habe ich noch ein bisschen durchgestiegen. Aber schon gesprintet, was ist denn das für ein Mist, ey? Da haben wir auch noch nichts erfüllt, Töte 50 Gegner in einer Sekunde, nachdem du durch das Visier gezogen hast. Okay. Ja, ich kann halt gar nichts upgraden, Alter. Das ist so der Scheiß. Ich lebe 10 Nahtod-Momente. Ja, genau. Ich kann nichts freischalten. Bei 25 Tanken, das hab ich das schon gemacht. Oh, ich verstehe dieses Upgrade-System nicht. Also wer das Upgrade-System versteht, wer dann Durchblick hat, ganz gerne mir in die Kommentare reinschreiben. Mir aus mich auch ganz hart flamen, weil ich das gerade so nicht peile. Scheißegal. Da kann ich doch meinen Bogen nicht für machen. Pfeile.
auch eine tolle Waffe. Alter, was ist das denn, Gosses? Einstellung gibt's ja gar nicht. Jo. Was? Gefällt mir. Das glaub ich auch. Sind Sie da? Sind Sie okay? Lol. Sie greifen Sie nicht an. Mein Gott. Wir halten Sie für einen Zeph. Das ist natürlich sehr nice. Nein, tun Sie nicht. Sie denken, ich bin der Alpha-Zeph. Ich bin der Alpha-Zeph. Prophet! Prophet! Das ist zu gefährlich! Sie verlieren sich an die Seth! Prophet! Norris! Nein! Nein, ich bin okay! Alles gut, alles gut! Ich spüre den Schwarmverstand. Er ist so mächtig. Das ist es. Ihre Gedanken und die Energie ist ein und dasselbe, wenn ich nur... Scheiße! Was ist das? Der wahre Alpha-Zeph. Sie müssen da rauf, Prophet! Na! Ach du Scheiße! Meine Anzugenergie sinkt nicht. Ich erleide keinen Schaden. Ich soll euch selber viel von Fetty. Meine Anzugenergie sinkt nicht. Ich erleide keinen Schaden. Es ist vorbei. Ich bin tot, oder was?
schnell. Die Situation ist außer Kontrolle. Es funktionierte nicht, aber der Schwarmverstand ist pure Energie. Wenn ich sie noch etwas mehr reinlasse, kann ich diese Energie selbst nutzen. Prophet, kommen Sie zurück und hören Sie mir zu. Ich habe neue Details zu Archangel. Er ist schon im Orbit. In einer Stunde könnte er hier sein. Außerdem evakuiert Cell alles, außer einer Anlage ungefähr 5 Klicks von hier. Scheint eine Leitstelle für den Verbindung zu sein. Bringen Sie mich da rein, dann schalten wir Archangel gemeinsam ab. Sind Sie dabei, Soldat? Ja, Ma'am. Oh, sind das viele, sind das viele, sind das viele. Diese Scheißviecher. Stückchen würde ich mal sagen. Komm. So, nur zwei, das ist noch okay. Ist ja noch okay, die soll ich dann kriegen. Sie durch. 5 Minuten, okay? Nur noch 5 Minuten. Claire? Claire! Ja, ja. Kann ich hier das Vehikel nehmen? Jawohl! We'll be right back.
Wie sieht's aus? Prophet! Wir haben schwere Verluste. Romeo 12 hat einen Sperrriegel errichtet, aber... Prophet, es ist hoffnungslos. Es sind so viele. Die Sand werden immer zahlreicher. Scheiß großen Viecher. Nein, Menschen. Menschen. Waffe her hier. Chuck. Oh, der hat noch scheiß Aufsatz. Neue Welle! Im Norden! Es ist hoffnungslos! Wir kommen hier nie raus! Hey! Sparen Sie sich auf meiner Frequenz die Schwarzmalerei! Oder ich schicke Sie persönlich als Ein-Mann-Armee an die Front! Haben wir uns verstanden? Nein! Er hat recht! Es ist hoffnungslos! Ach, immer ist alles hoffnungslos. Dass die mal alles so schwarz sehen müssen. Bin doch schon auf dem Weg. Sind ja nur noch 780 Meter. Ich glaube, das sollte ich nicht runterspringen. Das wäre auf jeden Fall nicht sehr gut. Prophet, vergessen Sie es. Ich denke, Sie sollten Ihre Mission abschließen. Archangel hat oberste Priorität. Start gehabt. Wir wären ein tolles Team gewesen. Ja, ja, wir wären ein besseres Team gewesen. Hätte, wäre, wenn.
Act Shore, hier ist Romeo 1. Bitte halten Sie sich auf diesem Kanal an das Funkprotokoll. Over. Was immer Sie sagen, Romeo 1. Over. Genau, Romeo. So, was haben wir noch am Pfeiler, ja? Was? Na, der Springpfeiler ist noch am Start. So, dann haben wir ganz dezent unsere Pistole rein. Jetzt ein bisschen Überblick verschaffen. Ist auch nichts los. Stoßen Sie zu Claire, bevor Sie. Und beschützen Sie sie. Klar. Claire, ich bin auf dem Weg. Ja, Schaden. Schön, dass ich immer noch nicht rausgefunden habe. Wir haben Schadensanzeige. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Boah, hier geht doch bestimmt gleich irgendwas ab. Ganz schlecht geschlichen. Ja, liebe Leute, und an genau diesem Punkt, wo ich schon wieder gestorben bin und das Ganze nochmal versuchen muss, werden wir in der nächsten Folge weitermachen. Bis dahin, tschüss, euer Dice.